Willkommen zu einem weiteren Der Weg mit Daddy Let's Play. Ich hab für euch angezockt, Pyjama Mask. Leute, wirklich, das Spiel ist geil. Guckt es euch an und ich kann es euch nur wirklich weiterempfehlen. So Leute, hier, der Daddy ist wieder fleißig und heute zocken wir Pyjama Mask Arcade. Okay, wichtig schon mal der erste Hinweis, vergiss nicht beim Spielen vorsichtig zu sein und auf deine Umgebung zu achten. Hatte mich erst an Pokémon Go erinnert, aber ich zeig's euch, ich find's geil. Ihr drückt auf den Play-Button, jetzt lädt die ganze Sache, jetzt werden wir angerufen, wir drücken auf den Hörer und schon kommt das Intro. Ich weiß nicht, ob das eine Serie ist, habe ich noch nie gesehen. Und zwar folgendes, das Interface zeigt euch einmal hier oben die Einstellungsbutton. Hier könnt ihr auf die Sprache einstellen, Fortschritt löschen, Datenschutzgrundlinie, da oben die Vibration und den Ton einstellen. Lassen wir alles so, wie es ist. Dann haben wir hier noch drei verschlüsselte, die kosten allerdings 3,49. Bietet aber drei weitere Masken, ich zeige euch gleich wofür, und 27 neue Level. Ist eins der wenigen Spiele für Kinder, wo ich echt überlegen würde, meinem Kind das für 3,49 zu kaufen. Also, ich zeige euch auch warum. Nämlich, man hat zum Beispiel diese Funktion hier. Wir drücken drauf. Können uns jetzt eins von den Charakteren auswählen. Hier, wir nehmen mal den habe ich eben freigeschaltet. Und, tada, ich habe eine Maske auf. So, ich zeige euch jetzt noch andere, wie zum Beispiel hier der Grüne. Ja, total cool. Verschiedene Masken, die man sich dann aufziehen kann. Ich denke, für ein Kind ist das total ein cooler Effekt. Dann gehen wir nochmal raus, drücken nochmal oben auf das Häuschen und gehen hier runter. Nämlich, um diese Masken alle zu bekommen, muss man verschiedene Levels spielen. Ich zeige euch mal, wie man diese Levels spielt. Wir nehmen mal hier den Springhandschuh. So. Indem man das Handy neigt und drauf drückt, wenn der Kreis sich ein wenig schließt, schießt man diesen irren Professor, nenne ich den Kleinen jetzt mal einfach, ab. Es sieht jetzt gerade viel simpler aus, aber halt durch die Neigung lenkt ihr das Spiel, oder lenkt ihr das Fadenkreuz. Zack, zack, Level freigeschaltet und es geht weiter. Wirklich, Leute, es macht total Fun. Jetzt gerade hier Augmented Reality. Und da haben wir einen platt gemacht. Tada! Also wie gesagt, ich muss sagen, einfach nur geil. Ich zockt es, lasst es euer Kind spielen. Ihr könnt da nicht viel verkehrt machen, weil wirklich Werbung habe ich jetzt auch nicht gesehen. Natürlich sind diese drei verschlüsselten für die extra Level und extra Masken schon etwas nervig, aber man hat ja genug Level, ihr habt es gesehen. Man hat hier auf jeden Fall schon mal 9 Level, die man zocken kann. Und gerade für den Faktor mit den Masken ist es auf jeden Fall einfach nur geil. War im Play Store, meine ich, bei mir auf Platz 20, ziemlich weit nach hinten gerankt. Mal gucken, vielleicht ist er bei euch ja auf einem anderen Rank. Wenn ihr noch andere Spiele habt, die der Weg mit Daddy für euch mal testen sollt, die ihr bei der Weg mit Daddy Let's Play mal sehen wollt, runter in die Kommentare. Und denkt ans Abo. Bis zur nächsten Folge. Ciao.